Hiho und willkommen zurück, meine lieben Strategiespiel- und Wikingerfreunde zu Kalchos, der Entdeckung Vinlands. Ja, ich hoffe mal, dass es dieses Mal besser klappt, jetzt wo wir eine Bäckerei haben, die auch Essen produzieren sollte. Ja, unser erstes Zweifamilienhaus ist fertig. Da wird schon das zweite Zweifamilienhaus errichtet. Wir haben einen Holzfäller, der fleißig arbeitet. Und ja, wir kriegen Nahrung rein. Wie sieht es eigentlich bei dir hier unten aus? Nahrung nimmt nur langsam ab. Alles gut. Hier nimmt die Nahrung langsam zu. Weil mein Bäcker langsam. Jetzt sollte er eigentlich trainiert sein. Sehr gut. Weizen wird produziert. Mehl wird produziert. Unser Träger schläft. Ja, wir haben noch zwei Bauarbeiter, gell? Ja, gut. Die haben auch schon ein Haus, in dem sie wohnen und schlafen können. Du hast Holzfäller erfunden, das ist auch gut. Das heißt, wir können jetzt eine Werkzeugschreinerei in Auftrag geben. Nur wohin? Na ja, gut, erstmal dahin. Wie gesagt, das Gute ist, wir müssen keine so große Siedlung bauen, sondern uns eigentlich nur mit dem Nötigsten versorgen. Also Holz, Lehm, vielleicht ein paar Steine. Eisen brauchen wir nicht. Auch wenn wir da oben Eisen haben, aber wir haben keinen Platz, um der Eisenmine und eine ordentliche Eisenproduktion zu errichten. Und ich wüsste auch jetzt nicht wirklich, wofür wir Eisen bräuchten. Was wir halt wirklich jetzt bräuchten, wäre langsam mal, dass die Frauen Nahrung holen und in die Häuser packen, damit wir Kinder kriegen können, weil wir brauchen auf jeden Fall einen Träger. Das war es eigentlich fast schon größtenteils, was wir brauchen. Na, ein Bierbrauer und noch ein Träger, also drei Kinder bräuchten wir. Wir können also unsere Siedlung schön klein halten. So, es kommt Wasser. Langsam kommt auch Nahrung rein. So, zwei Familienhaus ist fertiggestellt. Sehr gut. Unsere Bauarbeiter haben also einen Ort. Ne, halt, unsere Jäger und unsere Holzfäller hatten einen Ort, an dem wir sie schlafen können.
Werkzeugschreinerei wird gebaut. Sehr gut. Ja, wir müssen aber allerdings warten, dass unser Holzfäller dann auch Holz einlagert, bevor wir Werkzeug herstellen können. Also, das hat eh noch ein bisschen mehr Zeit. Die Töpferei mal ins Laufen bringen. Und ob wir einen Tischler machen sollten, ob wir den brauchen, ist auch wieder so eine Sache. Wenn wir Platz hätten. In der Einstellung gibt es leider keine Einstellungen wegen den Wegweisern, was ich doof finde. Weil sobald wir anfangen, Wegweiser zu bauen, wird alles ein bisschen komischer mit der Wegfindung. Bei dir ist doch alles klar soweit. Okay, es kommt langsam immer mehr Nahrung bei unserer Bäckerei rein. Ja, Schafe brauchen wir nicht, weil wir müssen, soweit ich weiß, wirklich nur diese beiden Missionsziele erfüllen. Und ja, Nahrung kriegen wir am besten rein, indem wir unsere Siedlung klein halten. Ich könnte ja zum Beispiel hier schon mal einstellen, dass wir 20 Nahrung. Und 10 Speere hätten. Gerne. Ah, hier passt noch ein Zweifamilienhaus hin. Das ist gut. Kann ich auch gleich schon mal die Brauerei hier hinsetzen. Und noch ein Zweifamilienhaus neben die Brauerei. So. Damit wäre eigentlich das Größte unserer Bauvorhaben erledigt. Und Steinmetzzelt hier hin. So, das heißt, er ist Töpfer, Steinmetz, Lehmarbeiter. Dann haben wir noch einen Brauer mit Samtträger. Einen Träger für den Bäcker bräuchten wir jetzt langsam. Dafür bringst du ja schon mal die Nahrung, dass wir den Träger jetzt dann zeugen lassen können. Weil sobald ich einen Träger habe, der auch wirklich arbeitet. So, Töpferei ist fertig, das heißt du töpferst mal ordentlich. Und ja, das Nahrungsproblem sollte gelöst sein. Wie sieht es eigentlich mit Obdachlos aus? Müller, Lebenssammler, der Kundschafter, ja, gegen den können wir nichts machen. Ja, und hauptsächlich unsere Farmer. Du sollst ja da anziehen. So. Oh, du kannst doch gleich mal heiraten. Wo ist die letzte unverheiratete Frau?
Du bist verheiratet, du bist verheiratet. Du bist hungrig, gut. So, die schicken wir zum Heiraten. Mit wem bist du verheiratet? Ach, mit Müller. Okay, das heißt, für dich haben wir keinen Ehepartner. Auch gut. Ja, alle verheiratet. Ja, du machst ein Dickerchen, das ist gut. Das heißt, du kriegst gleich meine Tochter, sobald du die Nahrung gebracht hast. Gut, unser Jäger, der wird kaum noch Nahrung produzieren. Vor allem, weil er ständig damit beschäftigt ist, Leder und so wegzuschleppen. Oh ja, wir brauchen noch zwei, noch, also jetzt mit der Frau, die ich schon den Auftrag. Ah, das klingt immer so falsch. Mit der Frau, die mit dem Mädchen, was schon gezeugt werden soll. Und dem, ja, brauche ich noch zwei Frauen und drei Männer. Und dann ist unsere Siedlung eigentlich so weit fertig. Genauso wie wir die drei Gebäude hier gebaut sind, da fehlt nur noch das Dreifamilienhaus. Stein haben wir noch ein bisschen. Der Töpferei wird getöpfert, das ist gut. Da wird ein Mädchen gezeugt. Da geht unser Bauarbeiter essen. Da läuft alles ganz gut. Und ja, ich traue mich noch nicht auf Speed zu stellen, ehrlich gesagt, weil ihr habt ja gesehen, was in unserem ersten glorreichen Versuch passiert ist. Ich will erst, dass unsere Bäckerei, also unsere gesamte Nahrungsproduktion, sauber rund läuft. Das heißt, unser Träger erwachsen ist und zum Träger ausgebildet ist, bevor ich hier anfange. So, unser Mädchen ist auch angekommen. In den Häusern wird langsam etwas Nahrung gelagert. Ja, Möbelmacher und Schuster würden halt noch fehlen, aber dazu müsste ein Teil des Waldes hier fertig abgeholzt werden von unserem Holzfäller. Und das Gute ist, wir kriegen jetzt Geschirr rein.
Dieses Haus. Zwei Häuser sind bis jetzt mit Geschirr versorgt, wenn ich richtig gesehen habe. Oder? Nö, nur eins bis jetzt. Ha.